Wenn du Verkauf und Kommunikation liebst, dann wirst du dir nach diesem Video denken, hätte ich mal Psychologie studiert. Hi, mein Name ist Timo Sven Bauer und mit meinem heutigen Gast Luis werfen wir einen Blick in die Verkaufspsychologie. Also was passiert, wenn der Interessent mit dem potenziellen Kunden zusammentrifft. Alright Luis, wie geht's dir? Was sagst du zu unserer Location? Mir geht's super, danke für die Einladung Timo. Also die Location ist auf jeden Fall sehr, sehr krass. Das hätte man von außen niemals erwartet. Es ist ein riesiges Penthouse hier drin. Alles, was man braucht. Freut mich sehr, hier zu sein. Für die besten Leute natürlich nur das Beste. Jeder, der meinen Kanal verfolgt, weiß, dass ich nicht nur smarte Sprüche teile, sondern auch immer wieder erkläre, wieso und weshalb ich sage, was ich sage, also was quasi dahinter steckt. Und genau aus diesem Grund, um da nochmal einen tieferen Blick hineinzuwerfen, haben wir als heutigen Gast eben den Luis. Luis, erzähl mal, wo kommst du her, wie bist du und was hast du auf dem Kasten? Ja, ich bin Luis Fischberger, ich bin 24 Jahre alt, komme ursprünglich aus der Psychologie, also habe auch Psychologie studiert und daraus hat sich dann so die Liebe zum Marketing entwickelt. Ne? Weil Marketing und Verkauf, weißt du sicher auch, dass es von vielen so als kreatives, als Kunstgebiet angesehen wird. So, ja, du brauchst das Talent dafür und das mag in einem gewissen Bereich stimmen, aber ich habe dann immer mehr erkannt, dass Marketing und Verkauf im Endeffekt auch Wissenschaft ist. Ja? Wir haben die Wissenschaft, Psychologie, die genau untersucht, was bei der Interaktion zwischen Menschen gut funktioniert, was schlecht und wie diese Prozesse ablaufen. Und wenn man das verstanden hat, fällt Verkauf und Marketing unglaublich viel leichter. Alright, cool. Du Luis, ich bin irgendwann über Instagram war es, glaube ich, auf eins deiner Reels aufmerksam geworden. Vielleicht teile ich auch mal kurz einfach ein Reel, dass die Leute wissen, was man auf deinem Profil alles erleben kann. Und das war so der Moment, wo ich dann auch angefangen habe, dir mehr und mehr zu folgen. Und zwar hier dieses Video war es genau. Anstatt zu sagen, möchtest du mal kurz telefonieren? Probier es mal umgekehrt. Wärst du prinzipiell gegen ein kurzes Telefonat? Der Hintergrund, Menschen fällt es viel leichter, mit Nein als mit Ja zu antworten. Ein Nein kommt in der Regel ohne weitere Verpflichtungen mit. Also versuch's das nächste Mal mit. Schaut einfach selber mal bei seinem Profil vorbei. Wir verlinken das jetzt gleich mal. Sag mal, wie heißt du auf Instagram? Erfolgs-Psychologie. Erfolgs-Psychologie. Lass uns einfach direkt mal damit anfangen. Also was verbirgt sich hinter dieser umgetreten oder vertreten Psychologie? Wie sagt man am besten? Ich würde es jetzt umgekehrte Psychologie, Reverse Psychology. Okay, perfekt. Erzähl mal was dazu. Also das Prinzip dahinter ist, dass Menschen sich sehr ungern auf etwas committen, weil mit einem Commitment immer ein Risiko einhergeht. Und daher ist es viel schwieriger, ein Ja zu bekommen, als ein Nein zu bekommen. Das heißt, wenn man jetzt beispielsweise in der Akquise ein Gespräch vereinbaren möchte und dann zu dem Punkt kommt, hey, wollen wir mal kurz sprechen darüber, ist dieses Ja in der Regel schwieriger zu bekommen als das Nein. Also drehen wir das Ganze einmal um und fragen, hast du prinzipiell etwas gegen ein kurzes Telefonat? Denn jetzt ist der Prospect in der Regel in der, er muss sich begründen, mhm. Ja, und ihm fällt es dann in der Regel schwerer, Gründe, die gegen so ein Gespräch sprechen, zu finden, als Gründe, die dafür sprechen würden. Okay, verstanden. Jetzt ist es ja gleichzeitig auch so, dass es verkaufspsychologisch schon wertvoll ist, wenn ich in einem Verkaufsgespräch möglichst viele Ja's bekomme, weil die Ja's, die Ja-Straße und Co. erhöht dann ja dann die Wahrscheinlichkeit später bei der wichtigsten Frage überhaupt, willst du mein Kunde werden, ein Ja zu bekommen. Und ich sage auch immer zu allen möglichen, die mir zuhören, zu meinen Kunden, zu meinen Teilnehmern oder zu meiner Community, mach es den Menschen so einfach wie möglich, Ja zu sagen und so schwer wie möglich, Nein zu sagen. Jetzt haben wir hier ein anderes Beispiel, dass du sagst, hey, den Leuten fällt es grundsätzlich leichter, Nein zu sagen, was ja auch Sinn macht. Ich denke, dass wir hier unterscheiden müssen, wo stehen wir im Verlauf des Kundengesprächs. Ja, also kennt er mich noch gar nicht und ich versuche ihn jetzt zum ersten Gespräch zu bringen, dann ist er noch sehr skeptisch, der Interessent, oder? Dann macht es vielleicht Sinn zu überlegen, okay, wie kann ich ihn jetzt so die Fragen stellen, dass er nicht das Gefühl hat, er muss sich auf was verpflichten, weil die Leute ja immer Angst gleich haben, sie gehen eine Verpflichtung ein. Ja? Und wenn es dann nachher später um ein ernsthaftes Gespräch geht, siehst du das dann auch so, dass es schon sinnvoll ist, möglichst viele positive Reaktionen, also Ja's zu bekommen? Wie siehst du das? Also auch ganz klar gesagt, es kommt immer auf die Situation an, auf den Standpunkt des Kunden. Und wie du schon sagst, du würdest dein Verkaufsgespräch nicht beenden mit, möchtest du jetzt nicht bei mir kaufen, um das Nein zu bekommen, was ja dann ein Ja ist. So funktioniert das natürlich nicht. Aber eben, wie du es ganz genau beschrieben hast, am Anfang der Kundenreise, in der Akquise, ist das teilweise eine Technik, wie man halt die Leute dazu bringt, zu hinterfragen. Gibt es Gründe, die dagegen sprechen? Nein, gibt es eigentlich nicht. Dann machen wir das mal. Da ist es eben leichter, dieses Nein zu bekommen, als das Ja zu bekommen. Sind wir mal ehrlich. Häufig reagieren wir
ohne uns darüber Gedanken zu machen. Einfach, weil es normal ist, weil wir das auch so beigebracht bekommen haben. Also ich weiß noch zum Beispiel, wenn ich mich an meine Kindheit zurückerinnere, ich habe 3 Geschwister. Wenn wir mal essen waren, dann war das eine teure Angelegenheit. Ja? Also ich komme aus einem sehr humbleten Elternhaus, da gab es nie viel Geld. Das heißt, wenn wir in einem Restaurant waren und meine kleine Cola oder Spezi oder Apfelschorle war leer und die Kellnerin kam und hat gefragt, willst du noch was haben? Habe ich sofort Nein gesagt, weil ich wusste, wenn ich jetzt Ja sage, mein Vater wird mich unter dem Tisch direkt mal eine reinhauen, ja, und ich könnte mir nachher sonst was anhören, muss es, keine Ahnung, wahrscheinlich doch nachher eben zurückzahlen, ja. Das heißt, wir reagieren ja häufig einfach nur impulsiv, weil wir das zum Beispiel so gelernt haben von unseren Eltern, erstmal Nein zu sagen, ja, das ist das Neue. So reagierst du, oder? Kann definitiv ein Grund für dieses Verhalten sein. Im Verkauf und Marketing geht es ja darum, Menschen zu beeinflussen. Also sie zu influenzen. Man kann ja auch sagen, sie zu manipulieren. Okay, jetzt hört sich das Manipulieren, jemanden zu manipulieren, ja meistens negativ an. Man kann ja auch die Leute manipulieren mit einem positiven Hintergrund oder mit einer positiven Intention. Wie siehst du das Ganze? Wofür wir häufig Kritik bekommen, ist genau diese Aussage, das ist böse, das ist Manipulation. Und sage ich, ja, unser Ziel ist es, Menschen zu manipulieren. Was bedeutet manipulieren? In der Regel erstmal nur Beeinflussung. Okay, du hast nicht gezuckt, aber der Hund hat gezuckt. Ja? Was war das? Das war eine Manipulation. Und das ist eben dieses ganz Exakte, was man verstehen muss. Alles, was wir tun, jede Handlung, führt zu einer Reaktion und das heißt, wir beeinflussen jemanden. Das heißt, alles, was wir Tag für Tag tun, beeinflusst die Menschen. Deswegen, Manipulation ist erstmal nichts Schlechtes, es ist einfach nur Beeinflussung, die wir natürlich durchführen wollen. Und was da auch ganz wichtig ist zu verstehen, wir können niemanden gegen seinen Willen beeinflussen. Du kennst vielleicht das Beispiel, du kannst einem Blinden keine Brille verkaufen. Das funktioniert einfach nicht. Egal wie viele Psychologietricks du kennst, was für ein geschulter Verkäufer du bist, du kannst einem Blinden keine Brille verkaufen und deswegen gibt es keine böse Manipulation. Alright, meine große Mission ist es ja, die Menschen zu beflügeln, souverän zu verkaufen in diesem New Age. Ja? Der ganze Verkauf, wie wir ihn kennen, oder die Vertriebsmethoden, die Art und Weise, wie sie ihre Sprüchlein sagen, wie sie pitchen und so weiter und so fort, das funktioniert alles nicht mehr. Das ist extrem schwer für mich manchmal, das in die Köpfe der Menschen zu bringen. Ja? Jetzt hat sich das ja in den letzten 5 bis 10 Jahren drastisch verändert, die Art und Weise, wie wir Menschen konsumieren. Immer wieder habe ich mit Menschen zu tun, die sagen zu mir, hey, was willst du mir jetzt erzählen? Ich arbeite seit 20 Jahren im Vertrieb. Ja? Das ist übrigens der häufigste Grund, warum ich jemanden nicht einstelle, wenn jemand zu mir sagt, er macht das seit 10 Jahren. Weil da denke ich mir jedes Mal, okay, den muss ich jetzt erstmal komplett brainwashen und die alten Muster wegtrainieren und dann kann ich anfangen, ihm die richtigen Fähigkeiten beizubringen. Was glaubst du, was ist das größte Problem, das viele Vertriebler aktuell haben? Also ich glaube tatsächlich, auch um auf dieses Oldschool-Verkaufen nochmal zurückzubekommen, dass viele Vertriebler eben noch da drin feststecken. Diesen Oldschool-Vertriebsmethoden, das sind die Leute, die vor deiner Tür stehen und dir einen Staubsauger verkaufen wollen, obwohl du schon 3 zu Hause hast. Das ist genau dieses Beispiel, die wirklich auf Krampf mit Gewalt versuchen, diesem Blinden eine Brille zu verkaufen. Und deswegen hat Verkaufen eben auch einen so schlechten Ruf, gerade in Deutschland, ne? Wegen diesen alten Oldschool-Methoden. Und das ist ganz einfach falsch. Was wir zum Beispiel auch bei uns in der Firma haben und was eigentlich jede Firma, die guten Vertrieb macht, hat, wir haben kein Sales-Skript. Also verstehe mich nicht falsch, wir haben einen groben Ablauf und wir haben auch diese Techniken, du immer sagst, hier zur Einwandbehandlung, sehr, sehr wichtig, aber wir haben es eben nicht Wort für Wort. Und das ist eben das, was diese Oldschool-Vertriebler, die mit dem Mindset irgendwo vor 20 Jahren hängen geblieben sind, immer noch falsch machen. Die haben dann ihr Sales-Skript und sagen, ja, Herr Meier, Herr Müller, ich rufe an von der Firma so und so, darf ich Sie um 5 Minuten. Das funktioniert nicht. Die Leute merken sofort, hey, das ist Verkauf. Und weil Verkauf eben psychologisch so negativ geprimed ist in Deutschland, machen die sofort zu. Das heißt, was man stattdessen machen sollte, ist genau das, was du hier auch auf dem Kanal die Leuten beibringst, offener an die Sache rangehen. Einfach zu verstehen, wie funktioniert Verkauf psychologisch? Welche Steps muss ich abarbeiten, ja, in meiner Liste? Was gibt es für Techniken zur Einwandbehandlung und? Aber eben nicht dieses Skript ablesen wie eine Maschine. Dann bräuchten wir keine Verkäufer mehr, das könnte auch die AI übernehmen. Okay, alles klar. Spannendes Thema hier an der Stelle, AI wird jetzt bestimmt den Rahmen sprengen von diesem Video. Dazu möchte ich unbedingt noch was sagen. Also klar, in dem Moment, wo ich ein Skript vor mir habe und sehr monoton dieses Skript ablese, also ablesen hat ja häufig dann was damit zu tun, dass man nicht frei spricht, dass man keine starke, souveräne Tonalität an den Tag bringt und dann wirkt es häufig schlecht. Wichtig aber auch für jeden Einzelnen, warum ich auch ein großer Fan von Skripten bin, ist der folgende Punkt. Klar,
hört es sich jetzt leicht gesagt an, man muss die Psychologie dahinter verstehen. Aber viele starten im Sales, die haben noch nicht das Feeling, wann ist das richtige Timing, was zu sagen oder wie gehe ich an die Sache ran. Die müssen sich an ein Skript halten. Also Skripte sind nichts Böses, Skripte sind definitiv gut. Skripte aber monoton abzulesen, das ist bescheuert. Das heißt, wenn jemand zum Beispiel, nimm mal an, du startest bei mir im Sales, okay, Luis, und nimm mal an, deine Aufgabe ist es nun mal zu terminieren. Und stell dir vor, du machst Cold Calling. Dann gebe ich dir deswegen ein Skript an die Hand, weil das Skript dir ganz viel Stabilität und Sicherheit gibt. Du darfst gar nicht an den Hörer, du darfst gar keine Nummer wählen, bevor du mir nicht zeigst, dass das Skript perfekt drauf hast. Das heißt, das Skript müssen die Menschen in- und auswendig kennen, so wie: Wo wohnst du? Wie ist deine Adresse? Wie heißt deine Mama? Ja, oder sing den Happy Birthday Song. Die Leute dürfen nicht überlegen. Die müssen jedes Wort können. Die Wörter müssen fließen wie Wasser. Und erst dann, wenn sie sich nicht mehr auf die Worte konzentrieren müssen, können sie nämlich anfangen zu wirken. Können auf die Tonalität achten. Können ihre Mimik, ihre Körperhaltung mehr integrieren. Und dann können die natürlich auch gewisse Dinge, die sie gelernt haben, besser einsetzen und auch individueller werden. Aber ein Skript an sich, diesen Rahmen zu haben, Step 1, Step 2, Step 3, ist enorm wichtig. Okay? Ja, da stimme ich dir 100% zu. Also, wenn die Leute das Skript in- und auswendig können, wie ihre eigene Adresse, weil was dann passiert, ist, dass sie es nicht mehr Wort für Wort so aufsagen. Mhm. Aber sie kennen den Ablauf. Sie wissen, okay, wir brauchen jetzt irgendwie Pattern Interrupt, wir müssen jetzt erstmal die Aufmerksamkeit catchen. Jetzt geht's weiter, jetzt gehen wir in diese Phase des Verkaufs, jetzt kommt Einwandbehandlung, jetzt kommt der Abschluss. Und ich habe die eine oder andere Formulierung, die mir dabei hilft, immer im Hinterkopf. Aber dass sie ansonsten flexibel auf das Gespräch eingehen können und eben nicht wie die Maschine Wort für Wort ablesen. Weil was halt auch echt krass ist, was ich echt merke, egal wie cool manche Leute so sind, plötzlich sind sie dann doch kleine, zierliche, graue Mäuslein, wenn es darum geht, am Telefon zu verkaufen. Also viele bauen plötzlich eine extreme Angst oder Furcht auf, wenn es um das Thema Telefon geht oder wenn es um Einwände geht. Das heißt, ich habe manchmal Leute, ich habe jetzt wieder einen gehabt, einen Kunde von mir, von der Allianz, der hat mir auch erzählt, hey, du musst mein Team trainieren. Ja, ich habe viele Junge, ich mache das seit 20 Jahren, ich brauche das nicht. Und dann habe ich gesagt, alles klar, ich nenne ihn jetzt mal Christian. Christian, stell dir vor, du hast mir gerade eine Lebensversicherung vorgestellt und ich sage jetzt zu dir, ja, Christian, es hört sich alles super an, ich muss noch mit meiner Frau drüber sprechen. Was sagst du dann? Der ist so unsouverän geworden. Wann wollen wir uns dann nochmal drüber unterhalten? Das heißt, der wusste nicht, wie er souverän auf diesen Einwand reagiert. Und deswegen erzähl doch mal aus deiner Perspektive, was ist es denn, dass die Leute, also den Verkäufer jetzt, das ihn so verunsichert, wenn plötzlich etwas kommt wie ein Einwand, dass er dann seine Souveränität verliert. Was ist das denn? Was passiert bei ihm? Also dazu muss man auch wieder verstehen im Endeffekt, worauf eigentlich meine gesamte Arbeit basiert, dass unser Gehirn genau dasselbe ist wie vor 10.000 Jahren. Ist für uns unvorstellbar, weil vor 10.000 Jahren haben wir gefühlt im Dreck rumgewühlt und ab und zu mal einen Mammut gejagt. Aber Evolution funktioniert eben sehr, sehr langsam. Das heißt, wir haben immer noch dieselben Mechanismen. In der Psychologie spricht man von Heuristiken in unserem Kopf, die unser Verhalten steuern. Und was jetzt häufig passiert, wenn wir eine Situation haben, die ungewohnt ist, ist sie erstmal potenziell gefährlich. Wenn ich ein neues Tier vor mir sehe im Dschungel, was ich so noch nicht kannte, ist das potenziell gefährlich, weil 50-50, dass es mich fressen wird. Und da hat unser Gehirn drei verschiedene Möglichkeiten zu reagieren. Kampf, Flucht und Freeze nennt man das, also erstarren. Und ich glaube, das ist dann, was auch im Verkauf auf viele Leute zukommt, wenn sie mit einer ungewohnten Situation konfrontiert sind, kickt die Angst und dann sind sie entweder Freeze, kämpfen, fällt am Telefon, glaube ich, eher raus. Oder fliehen halt, flüchten sich in Ausreden und verunsichern sich selbst. Absolut genial. Und der Fun Effekt dahinter ist ja auch dieser Fight or Flight, also Kämpfen oder Flüchten Modus, den haben wir auch unsere Kunden. In dem Moment, wo jetzt mein Telefon klingelt oder am Telefon ist jemand, der mir was verkaufen möchte, dann ist ja derjenige, der Verkäufer, quasi der Bösewicht. Das ist wie der Säbelzahntiger damals, der mich fressen will. Und ich muss dann sofort entscheiden, entweder ich kämpfe jetzt und dann komme ich mit meinen ganzen Einwänden, ich bekämpfe den mit meinen Einwänden, ja, oder ich flüchte und sage irgendwie etwas wie kein Interesse und versuche möglichst schnell aufzulegen. Ja. Yeah. Gib uns doch mal, also mir und meiner Sales-Community, gib uns mal ein, zwei geile Techniken, Sätze, Word-Tracks an die Hand, wie wir es schaffen können, sofort, also umgehend, für mehr Vertrauen bei unserem Interessenten zu sorgen, um natürlich möglichst schnell einen Abschluss zu generieren. Hi, Timo hier. Viele von euch kommentieren, dass sie Hilfe brauchen. Tu dir selbst den Gefallen, schreib mir jetzt bei WhatsApp
0173 931 5865. Ich helfe dir bei was auch immer du Hilfe benötigst. Und hey, in meiner Beschreibung findest du einen Link zu meinem Linktree. Dort findest du kostenlose Challenges und E-Books, die dich beflügeln, zum Top-Verkäufer in deiner Branche zu werden. Also, zurück zum Video. Also, für mich ist die Grundlage, ich komme ja auch eher aus dem Marketing als im Verkauf. Und da ist die Grundlage, einfach die Grundlage zu schaffen. Ja? Und wie geht es am besten mit Angeboten, die wirklich bombastisch sind? Also du kennst es wahrscheinlich selber als Verkäufer. Der beste Verkäufer kann kein schlechtes Angebot verkaufen. Und selbst ein schlechter Verkäufer kann ein unglaublich geniales Angebot verkaufen, weil es sich fast wie von selbst verkauft. Und deswegen würde ich als allererstes beim Angebot ansetzen. Und aus dem Angebot, wir nennen das bei uns bei Neuromind Cognitive No-Brainer Offer, also psychologisch, wird dieses Angebot zum No-Brainer. Und der einfachste Schritt, also einer dieser Aspekte davon ist, so mit Garantien und Versicherungen, ja, wir lieben das, wir lieben die Sicherheit, wir hassen das Risiko, auch wieder Psychologie, um sich zu schmeißen, dass der Prospect gar nicht anders kann. Und da kann man auch erst am Schluss mit um die Ecke kommen. Das heißt, wenn das Angebot gut ist, wenn das Ergebnis, wenn ich den Kunden da habe, dass er sagt, das ist geil, aber er ist am Zögern, dann einfach mit einer Garantie um die Ecke kommen. Ja, mache ich auch so. Dann einfach sagen, okay, hey, ich stehe so hinter meiner Dienstleistung, du wirst dein Ziel erreichen oder du kriegst dein gesamtes Geld zurück. Absolut. Also das ist wirklich was, wenn ich mir bei einer Sache extrem sicher bin und ich bin mir eigentlich bei all unseren Produkten, die wir anbieten, extrem sicher und ich merke am Schluss, da ist noch eine gewisse Skepsis da, eine gewisse Scheue, der Interessent ist am Zögern, dann es ist auch wirklich so, dass ich ihn direkt anspreche. Ich konfrontiere ihn. Ich sage ihm, hey, ich merke, du hast noch ein bisschen Angst. Eine gewisse Unsicherheit steht hier im Raum. Magst du mir verraten, was es ist? Okay? Es ist die Sorge, dass du Geld investierst in etwas, das dann vielleicht doch nicht funktioniert und dir doch nicht die Resultate bringst. Und dann sagt er häufig, ja, genau das ist es. Weißt du, ich habe schon so viel ausprobiert, dies und das. Ich habe immer so viel Geld investiert. Nie hat es wirklich funktioniert. Und dann frage ich ihn auch, okay, an was zweifelst du? Zweifelst du an deinen Fähigkeiten, dass wenn du es nachher umsetzt, unser Produkt, dass du dann nicht performst, dass du es nicht richtig promotest? Oder zweifelst du an der Wirksamkeit von unserer Methode, von unserem Produkt, von unserer Dienstleistung? Und wenn er dann sagt, hey, es ist der Zweifel an der Dienstleistung, dann sage ich auch immer, hey, alles klar, nehmen wir mal an, wir kommen jetzt zusammen, wir starten, wir setzen das Ganze um und es funktioniert nicht. Und ich verspreche dir, ich gebe es dir schwarz auf weiß, dass ich dir jeden Cent zurückbezahle, würdest du dann jetzt die Entscheidung treffen und sagen, Timo, let's go, let's roll, let's play. Und dann schaffe ich es häufig und die Leute sagen, ja, let's do it. Ja? Und auf meinen Sales Funnel, auch auf meinen Sales Funnel, egal was ich verkaufe, ja, immer unten habe ich immer mein Banner, Geld-Zurück-Garantie, Geld-Zurück-Garantie, Geld-Zurück-Garantie. Ja. Ohnehin muss ich es bei vielen Produkten in Deutschland anbieten. Also warum nicht das Ganze gleich nutzen als zusätzliches verkaufspsychologisch wertvolles Tool? Ja. Was du machst ist hier, du framest es einfach. Es gibt 14 Tage Widerrufsrecht in Deutschland, da kommst du bei vielen Produkten noch nicht drum rum. Aber du kannst halt einfach sagen, okay, 14 Tage Widerrufsrecht, was sowieso angeboten werden muss. Oder du kannst sagen, hey, ich stehe so hinter meinem Produkt und genau aus diesem Grund können wir dir garantieren, dass es für dich auch funktioniert. Für mich, schwarz auf weiß, ohne irgendwelche Haken, du bekommst in 14 Tagen, wenn du deine Resultate nicht erzielst, wenn du nicht zufrieden bist, in 14 Tagen dein gesamtes Geld zurück. Okay. Und so kannst du halt ein Gesetz als Kauf-Benefit-Frame. Alright, Luis, danke. Die letzte Frage, die ich habe, ist, immer wieder lese ich Kahneman, Kahneman, Kahneman. Wer ist dieser Kahneman? Ist das der Steve Jobs der Psychologie oder wer ist das genau? dieser Kahneman, von dem du sprichst, das ist im Prinzip, er ist nicht der Urvater der Psychologie, aber er ist der Grund, warum ich hier heute sitze. Denn was er gemacht hat, da hat er auch damals den Nobelpreis, Wirtschaftsnobelpreis für bekommen, er hat angefangen, Psychologie mit Wirtschaft zu verknüpfen. Das heißt, früher war Psychologie eben vor allem Medizin, Biologie und er hat das Ganze auf die Wirtschaft angewandt. Er hat Verhaltensökonomie ins Rampenlicht gebracht. Und das heißt, die erste Theorie, die er aufgestellt hat, für die er auch den Nobelpreis letztendlich bekommen hat, war die sogenannte Prospect Theory. Und die besagt ganz kurz, ich will niemanden mit Details irgendwie nerven, die besagt ganz einfach, Menschen hassen es zu verlieren, sie mögen es zu gewinnen, aber sie hassen es viel, viel mehr, beispielsweise 10 Euro zu verlieren, als dass es ihnen Spaß machen würde, 10 Euro zu gewinnen. Und das ist auch eben der Grund, warum wir so viel mit Garantien arbeiten. Warum es, du kennst es selber, das Wichtigste ist, dem Kunden die Angst und das Risiko zu nehmen. Viel besser, als das Blaue vom Himmel zu versprechen, weil es einfach psychologisch besser wirkt. Da fällt mir ein, es gibt ja auch den Spruch, Menschen hassen es, wenn ihnen etwas verkauft wird, aber sie lieben es zu kaufen. Ja, vielleicht hängt es damit zusammen. Mir fällt keine Metapher ein. Aber. Alright, liebe Freunde, ich bin mir absolut sicher, ihr habt
jede Menge mitnehmen können von diesem Kurs hier in die Psychologie. Also was steckt denn hinter all dem, was wir sagen, machen und tun, um Menschen zu beeinflussen, ja, sie sogar zu manipulieren im positiven Sinne. Vielleicht hier auch nochmal ein Claim an der Stelle. Wenn ihr etwas verkauft, ein Produkt, eine Dienstleistung, ein Service, dann schaut, dass es eine saubere Sache ist, weil auf unserem Kanal soll es immer mit sauberen Dingen zugehen. Wenn euch das ganze Video gefallen hat, dann hinterlasst doch mal einen Kommentar. Was interessiert euch noch? Was würdet ihr gern noch wissen? Vielleicht machen wir dann mal ein zweites Video. Und wie bei jedem Video, die ersten 5, die kommentieren, bekommen mein Buch, Der Kellner, der wie ein Anwalt verdient, kostenlos an die Haustür geliefert.